Hi Leute und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut und wir stürzen uns direkt in den nächsten Kampf. Komm mir nicht in die Quere. Mal schauen, ob wir dieses Mal gegen den Buster kämpfen dürfen. Also diese Mono-Dive-Dinger halten mir gar nichts aus. Moment. Nee, passt schon. Dachte, ich laufe jetzt wieder runter. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nummerier schon mal deine Bolzen, Blechklotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Seid ihr euch da so sicher? Oh je, es ist wieder Monologzeit. Barrett im Aufzug. Jetzt dauert's nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. Was ist das? Wartest du? Öffne die Tür. Die ist verriegelt. Gibt's einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie es scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ach, die Schatzkammer. Dann will ich nichts gesagt haben. Schatzkammer? Wie lässt sich die Tür öffnen? Denkbar einfach. Man muss nur die Hebel da gleichzeitig umlegen. Ich nehme die mittleren. Und ich den hier. Bleibt noch der da für dich. Oh nein, bitte kein Minigame. Ich hasse Minigames. Die Hebel des Sicherheitspults müssen gleichzeitig bedient werden, um die Notfallsperre zu entriegeln. Die Hebel von Barrett und Cloud werden mit blablabla bedient und blablabla. Okay. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen, ja? Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na, wer wird denn hier streiten? Also gut. Eins, zwei. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Okay. Ha! Gleich auf Anhieb geschafft! Wir sind halt ein Team! Fantastisch, das war perfekt getimt! Allerdings. Ja, und wie kommen wir jetzt da rein? Lasst uns ruhig auch mal einen Blick in die Schatzkammer werfen. Kinder, jetzt hagelt's Geschenke! Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade, nur mehrmals hintereinander. Ha! Kinderspiel! Ja, versuchen wir's. Oh Gott. Ich will mich gleich blamieren, ich seh's jetzt schon. Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett, Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Au. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay, nächste Runde. Eins, zwei. Oh, Barrett, du hast verkackt. Bitte sag mir nicht, wir müssen von vorne anfangen. Eins, zwei. Hey, what? Nicht so hektisch. Jetzt aber. Eins, zwei. Willst du mich verarschen? Das war nur zum Aufwärmen, okay? Das wird schon. Eins, zwei. Boah, willst du mich ernsthaft verarschen? Was geht hier ab? Versuchen wir es nochmal. Tifa ist schon angepisst. Barrett, was machst du da? Zwei.
Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Geht doch. Super! Ich glaube, ihr habt den Dreh raus. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. 1, 2... Sicherheitsstufe 3 aufgehoben. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Wie nochmal? Noch eine Kombination. Aha. Jetzt bloß nicht schwächeln. 1, 2... Geht doch. Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Und ich schäme mich nur ein kleines bisschen. Jetzt wird die Kuh ordentlich gemolken. Das ging schneller, als ich dachte. Gute Arbeit, Leute. Verdanken wir ausschließlich deiner guten Führung, Tifa. Ach, hör doch auf. Das bisschen zählen. Na, wer weiß. Ich hab's schon verkackt, ne? Was liegt denn da? Ein Magieboost. Komm schon. Gib Blut. Tatsächlich. Genau wie du gesagt hast, Cloud. Dann haben sich die Mühen ja gelohnt. Stopft euch die Taschen voll. Und zwar pickepacke. AI-Kern. Gigabombe. Äther. Phönixfeder. Gigabombe und noch eine Gigabombe, oder? Oder nee, MI, oder? Nee, Supertank. Okay. Das war's. Schade. Wait, what? Moment. Hier, oder? Nee. Ich habe schon wieder komplett die Übersicht verloren. Moment. Ah, ich kann ja nochmal rasten, gut. Ich habe ein schlechtes Gefühl, ich glaube, jetzt kommt ein Boss. Kann ich hier wieder Musik kaufen? Bombing mischen. 3 Supertränke, 1 Äther. Oh, ich kann normale Supertränke kaufen. So viele wie möglich. 9. Supertränke sind Liebe. So, mehr brauche ich nicht. Das sollte reichen. Hoffe ich jedenfalls. Weil wir haben das Teil ja also ordentlich geschwächt. Auf ins Vergnügen. Okay. Sieht nach Bosszone aus. Ja, passiert was? Seht doch! Das ist doch Direktor Shinra! Oh, ich sehe das Funkeln von Marco in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen, welch erbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Marco wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung. Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Magma fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein, Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Marco stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei. Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums.
Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Schatten. Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Schindler. Du Drecksack! So, die Vorstellung hat begonnen. Oh, was kommt denn da? In den Hauptrollen die Feinde mit Gas erwünscht. Niedere Handlanger der Rebellen aus Wutai. Wir werden euch hier und heute unschädlich machen. Halte ich für unwahrscheinlich, aber kann passieren. Niemals. Ich hasse sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud, träum hier nicht rum! Wir brauchen dich jetzt. Oh Jesus, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Alles klar? Ja. Und bei euch? Alles hier rüber. Moment, was ist das für... Oh, schöne Bossmusik. Das wird YouTube gefallen. Die wird sicher weggeklebt. Ja. Ausweichen in den Gegner rein. Sehr sinnvoll. Sind das diese Big Bombs, die er wirft, oder was? Mir ist es recht, mich stört nicht. So, schockanfällig. Blitzer. Wie der General im Hintergrund hin und her schwebt. Barrett, mach du auch mal Blitz. Okay. Kommen wieder die kleinen Bomben, oder? Ne, jetzt kommt seine Welle. Jetzt kommen die Bomben, oder? Wow, was ist jetzt los? Bist du dir sicher, der ist so gut wie, Oh shit, der geht hier nicht in den Modus. Okay. Verdammt, knallt das rein! Hätte schief gehen können. Wir müssen gezielt vorgehen. So zum Beispiel. Los geht's. Naja, mach mal lieber einen Impulshieb. Mana lieber ein bisschen aufheben. Was zur Armspaltung? Macht sie unschädlich! Halte ich für eine gute Idee, ja. Oh nein, die stun. Ist gar nicht gut geführt. Ja, ich kann gerade nichts machen. Unangenehm. So, Ifrit, machen wir ein bisschen Action. Ich hätte lieber einen Ramo mit ein bisschen Blitzschaden.
Flammensturz. Jetzt. Erstmal alle ein bisschen hochziehen, oder? Immer vorsichtig bleiben. Zieh dich zurück. Okay. Ihr kriegt zu schnell den Löffel ab, hört ihr? Der Herr Buster soll doch zeigen können, was er drauf hat. Bringen wir ihn zur Strecke. Was, Herr Buster? Das ist lückenlos. An dem beißen wir euch ab. Feuersbrunst. Okay. Oh, ich bin reingelaufen. Ich bin ein Idiot. Kreuzschlag. Welche letzten Worte? Feuer der Hölle. Auf geht's. Oh nein, er war in der Zwischenphase, das hat nichts gebracht. Oh nein. Blickt euer Tod ins Angesicht. Er greift aus der Luft an. Jetzt bist du am Zug, Barrett. Kein Problem. Gib mir einfach etwas Rückendeckung. Achtung, jetzt schnallt. Auf die 12. Jetzt. Das könnte etwas kitzeln. Oh Gott, was sind das für Dinge? Das tut weh. Verzieh dich. Das war alle ein bisschen hoch rein. So, Limit Break. Granate. Jetzt lass mich laut, du gönnst dir auch mal einen Supertrank? Aber nee, du wirfst dann auf Barry. Impulsiv. Und noch ein Blitz hinterher. Ja, okay, das war sehbar tiefer. Da wäre ich jetzt nicht dran stehen geblieben. Supertrank auf Cloud. Das war jetzt nicht so effektiv. So, Barrett, du darfst wieder. Lass mich mal machen. Ja, danke, Barrett. Da fliegen die Augen aus dem Sack. Gleich wird dir geschrien. Jetzt kriegt eine Tracht Prügel. Vorarbeit geleistet. Ich hau das nicht um. Ja, es ist noch machbar, finde ich. Aber der hat doch sicher noch eine Phase, oder? Oh, Tifa hat einen Limit Drake, nice. Ach nee, hat die überhaupt einen? Weiß ich gar nicht. Bisschen was fehlt noch. Dass die Aufzeichnung eurer Niederlage uns wertvolle Dienste leisten wird. Ich
Ich würde jetzt gerne mal. Greif mir zusammen, Mann! Ich bin bereit! Den jag ich in die Luft! So, Barrett, du darfst auch mit drauf. Sagen wir, du darfst einen Schockschuss machen. So, Limit, Salto. Tifa geht erstmal down kurz vorm Ende. Da kommt schon ein Schlag noch. Yes. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Kümmere dich um Tifa. Danke für alles. Red doch nicht so, als wäre alles schon vorbei. Cloud! Weg hier! Ja. Sicher ein bequemer Sturz. Und überhaupt nicht tödlich. Bist du okay? Hörst du mich? Ja. Damals sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Damals? Wie ist es diesmal? Kannst du aufstehen? Diesmal? Vergiss es. Konzentriere dich jetzt erstmal nur auf dich selbst. Also, schaffst du es? Kannst versuchen. Und? Vorsicht. Langsam. Ganz langsam. Brauchst du mir nicht sagen. Hey. Wer bist du? Wer ist das? Ich bin dein Herr und Gebieter. Hallo? Komm, Cloud. Es gibt viel zu tun. Alles in Ordnung mit dir? Willkommen zurück. Na, wieder wach? Wer bist du? Aeris. Und du? Wie heißt du? Ich bin Cloud. So trifft man sich wieder. Kennen wir uns etwa? Was? Du erinnerst dich nicht? Komm schon, die Blume. Ah, das Blumenmädchen. Wo bin ich? In der Kirche der Slums, Sektor 5. Du bist einfach so vom Himmel gefallen. Das war ein Schreck. Du hattest Glück, du bist auf meinen Blumen gelandet. Hä? Gut, was? Das sind meine Blumen. Cloud. Tut mir leid. Mach dir nichts Alles machst du kaputt. Die Blumen sind hart im Nehmen. Dieser Ort gibt ihnen nämlich Kraft. Hey, Cloud. Du hast was verloren. Oh. Ich habe auch so eine. Materia sind ja auch nicht wirklich selten. Aber meine ist etwas ganz Besonderes. Sie ist nämlich vollkommen nutzlos. Du weißt nur nicht, wie man sie benutzt. Kann schon sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich fühle mich sicherer, wenn ich sie bei mir trage. Meine Mutter hat sie mir nämlich gegeben. Hey, das ist schon unser zweites Treffen. Zeit, sich besser kennenzulernen. Okay.
Ist hier noch irgendwas? Dabei bin ich doch gerade erst mit dem Blumenbeet fertig geworden. Dann nochmal von vorn. Wenn mir doch nur jemand dabei helfen würde. Cloud, musst du jetzt ein Blumenbeet machen? Nee, weil dann würde ich sagen, nach dem Kampf machen wir direkt Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.